Herzlich willkommen zurück zu Palm World. Wie immer ist es ein wunderschöner Tag hier und wir machen uns auf den Weg, um neue Abenteuer zu begegnen. Wir waren schon das ein oder andere Mal im Dungeon, allerdings haben wir da immer eine Kleinigkeit vergessen, obwohl am Eingang immer steht Boss. Und den haben wir nie gelegt. Deswegen machen wir uns auf den Weg zum ersten Dungeon, wo ich direkt weiß, wo er ist, und werden dort mal reingehen. Da das einer der ersten Dungeon ist, die es in dem Spiel gibt, sind wir mit Level 18 natürlich so dezent überpowered. Neben einen Mengen Monstern sehe ich vor allem dieses Tor und mich interessiert, was da oben versteckt ist. Ist das ein Geheimgang oder ist es so enttäuschend und einfach nichts? Okay, das hat sich dann wohl erledigt. Suchen wir weiter nach dem Boss. Etwas weiter merke ich einen Nachteil an großen Pals. Sie kommen nicht durch die Türen in Dungeon. Das heißt, wir müssen immer wieder, wenn wir den Raum ändern, das Pal zurückrufen und woanders spawnen. Normalerweise bin ich kein Freund von den Dungeons in Palm World, aber dieser Abschnitt hier gefällt mir so gut, dass ich ihn komplett drin lassen musste. Außerdem sind wir hier auch kurz vor dem Boss. Dieser war aber eher etwas ernüchternd, weil es war ein ganz normales Fuddel in etwas Übergröße. Ja, ich hatte mir halt ein etwas mehr erwartet. Aber gut, wir nehmen es und versuchen es natürlich zu fangen. Jetzt bloß keinen Fehler machen. Wir haben genug Bälle, wir haben die Zeit. Ich habe meinem Palm nicht gesagt, dass ich das fangen will. Naja, gut, das war wohl dann etwas zu viel Schaden. Naja, so gut wie das nicht funktioniert hat, haben wir wenigstens am Ende des Dungeons zwei Truhen mit schönem Loot und einen direkten Ausgang wieder zurück in die Freiheit. Oben wieder angekommen, haben wir erst einmal ein paar Erze gesammelt, weil wir sowieso auf dem Weg nach oben waren. Erze kann man immer gebrauchen. Den Futtertrog haben wir mal neu gebaut, um den dann umzuplatzieren. Aber dabei wurden wir schon unterbrochen. Ich wollte eigentlich nur das Futter noch schnell in den anderen Futtertrog machen. Die anderen Palms hatten aber was dagegen, da sie schon mitten in unserer Base standen. Ja gut, das war's eigentlich auch, denn abgesehen davon, dass wir hier einen gefangen haben, gab's nicht zu sehen. Mein Team hat das Haus gut verteidigt. Und auch wenn wir nicht aktiv an der Verteidigung unseres Hauses mitgewirkt haben, haben wir wenigstens ein neues Palm. Danach dachte ich mir, es wäre doch sinnvoll, einen Kleiter zu machen, damit wir nicht immer einen Palm mitschleppen müssen. Warum das ein Fehler sein sollte, werdet ihr noch merken. Durch Zufall entdeckte ich hier das Ei noch, was wir voll vergessen hatten. Aber es war bereit auszubrüten und es war... davon haben wir doch so endlos viele. Um unsere Base weiter abzugraden, baute ich noch einen Kühlschrank. Denn dadurch konnten wir den 10. Palm einsetzen. Jetzt war nur die Frage, wer kann diese höchst wertvolle Aufgabe nehmen, den 10. Mann zu spielen? Ja, ich nehme einfach den, ich habe keine Ahnung, wen ich noch nehmen sollte. Drauf geschissen. Wird schon schief gehen. Als nächstes schnappen wir uns den Kleiter und überlegen uns, wie wir unser Lager ausbauen können, um Eisen oder Erze abzubauen. Das ging aber leider Gottes nicht als Lagererweiterung, also mussten wir uns einen neuen Spot suchen. Und ich dachte mir, wir suchen uns wenigstens etwas weit weg. Der erste Spot, da waren aber mehr Feinde als Erze und mehr Platz als sonst irgendwas. Aber da einfach dran vorbeizufliegen, das habe ich auch nicht übers Herz gebracht. Also Feinde schnell besiegt, Loot schnell eingesammelt und dann auf der Map geguckt, wo wir als nächstes nachschauen konnten. Und bei dem neuen Spot angekommen, lachen mich sau viele Erze an. Hier wird ein neues Lager für unsere Erzfarm. Das war jetzt beschlossene Sache. Palmbox platziert, einen neuen Begleiter geholt und los ans Werk. Hier muss ich sagen, dass ich es übrigens sehr nice finde, dass ich die Palms untereinander im Lager wechseln kann und sie nicht von A nach B schieben muss. Das spart Zeit. Danach etwas Holzgekloppe, Stein. Oh, ich kann den Stein hier gar nicht abbauen. Das ist doof. Okay, dann Steingesammle. Und mit Steingesammle meine ich natürlich ins andere Lager teleportieren, dort ein paar Steine holen und wieder zurück teleportieren. Ist klar, oder? Dann ein kleines Feuerchen bauen, etwas zu essen platzieren, eine Steinfarm bauen und natürlich ein Haus für unsere lieben zukünftigen Arbeiter. In das Haus ein paar Betten gestellt. Es muss ja jetzt nicht unbedingt das Schönste vom Schönsten sein. Hauptsache, es ist Platz und sie werden nicht nass. Das Lager noch erweitern und dann ein Feld platzieren. Denn jeder weiß, es ist ein guter Deal,
Ihr dürft für uns Milch arbeiten, dafür dürft ihr auch euer Essen anbauen. Für das Wichtigste überhaupt haben mir aber noch ein paar Feuerdüsen gefehlt, deswegen musste ich mal schnell zurück in die Grasebene. Und dort konnte mich nichts abhalten von meinem Ziel. Weder Räuber, die wir zwischenzeitlich schnell besiegen mussten, noch... Oh, ein Dungeon. Aus der Vergangenheit gelernt und beim Boss angekommen war es diesmal ein Fixie. Ich habe meinen Pal natürlich die Vorhut machen lassen, habe dann gekonnt, selbstständig auf das Hauptpalm geschossen und habe meinen Kameraden zurückgezogen, als es soweit war, und habe es geschafft, dass er es ganz knapp wieder getötet hätte. Glück an der Stelle, dass er diesmal das andere hintere Palm anvisiert hatte. Sonst hätten wir vergessen können, das Palm noch zu fangen. Aber mir ist was anderes aufgefallen. Steht beim Wurf wirklich auf Japanisch, dass ich den Wurf abbrechen kann? Na gut, soll mir egal sein. Auf zu den Truhen, auf zu dem Ausgang. Draußen ist es schon dunkel geworden und durch die eiserne Kälte hätte ich gesagt, schnell nach Hause, bevor wir uns den Tod holen. Aber irgendwas habe ich doch vergessen. Was war das nur? Ach ja, Feuerdüsen. Deswegen sind wir ja losgegangen. Gut, dass die hier vor unserer Base liegen. Sonst wäre der ganze Aufwand umsonst gewesen. Dann schnell noch das Ei ausbrüten. Und obwohl ich mich anfangs übelst gefreut habe, habe ich dann erst gemerkt, dass ich schon zwei davon habe. Naja gut, ab ins Bett. Am nächsten Tag ging es erstmal darum, unsere Ausrüstung wieder auf den aktuellsten Stand zu bringen. Denn nicht nur, dass ich die Rüstung hier voll vergessen habe, dass die überhaupt existiert. Nein, Metallwerkzeug war für mich bis dato auch noch ein Fremdwort. Dann auf zu unserer Erzfahren, um den letzten Gegenstand zu platzieren, damit da alles an den Start gehen kann, was wir brauchen. Und mit ich platziere es, meine ich natürlich die Bounce. Klar, oder? Dann nur noch die Erze abbauen, alles in den Ofen geben und ich glaube, wir haben den Eisenbarren für eine gewisse Zeit schon mal vorrätig. Aber während die hier alles Mögliche für uns machen, können wir uns wieder auf Abenteuer begeben, denn es wartet ein Boss auf uns, der gelegt werden will. Und zwar das Blitzpferd Univolt. Und sei euch gesagt, bei Level 31er Bossen muss man so langsam überlegen, was man macht. Jeder Schritt muss geplant sein und nichts überstürzen. Ich also mit dem Erstbesten, der den meisten Schaden macht und meine Armbrust bewaffnet, auf in den Kampf. Bei der ersten Attacke beschleicht mich aber schon das Gefühl, dass das eher nach hinten losgehen könnte. Zwar können wir die Attacken von ihm noch sehr gut ausweichen, allerdings mein Kamerad hat schon noch Half-Life. Wir tauschen es lieber schnell aus, bevor das alles down geht. Allerdings, ja, das hat nur so semi-gut funktioniert. Er hat mittlerweile auch gar kein Leben mehr. Und mit diesem Body Slam befördert er sich selber schnell ins Aus. Aber gut, wir haben ja noch ein paar. Also beschwören wir das nächste Wasservieh. Und im Physikunterricht habe ich anscheinend auch nicht so gut aufgepasst, weil Wasser und Elektro... Wisst nicht, was dabei schiefgehen könnte. Ach ja, das war's. 2 von 5 schon außer Gefecht, entscheide ich mich wieder den ersten reinzumachen. Ich habe aber einen Plan, eine Taktik. Univolt soll mich anvisieren, ich kann den ihren Attacken sehr gut ausweichen. Sollte mein Samurai-Kämpfer anvisiert werden, rufen wir ihn wieder zurück, lassen ihn seine Attacke machen, lassen die Aggro wieder auf uns fallen und er kommt wieder zum Vorschein. Und jetzt habe ich eine Frage an euch. Habt ihr schon mal überlegt, wo die Palms hinkommen, wenn die im Ball sind? Dann kleiner Tipp, guckt mal, wo mein Gegner hier hinzielt. Anscheinend sind die Palms von uns, die im Ball sind, irgendwo im Himmel und die Gegner zielen immer noch drauf. Zurück zum Kampf muss ich bei der Szene sagen, es war es natürlich auch super clever, meinen Palm dann zu rufen, wenn die Attacke ausgelöst wird. One-Hit im Endeffekt. Aus Gründen, die ihr nachher noch sehen werdet, wollte ich meine Transportpalms eigentlich nicht für den Kampf benutzen, was mich hier aber nicht hinderte, es trotzdem zu machen. Der Kampf ging hier nämlich schon einen halben Ingame-Tag und ich wollte das Ding dann so langsam auch mal niederknüppeln. Wie das ausgeht, kann sich jeder denken. Ja, das war's mit meinem Flugvögelchen, würde ich mal sagen. Jetzt haben wir nur noch ein Palm, wenig Leben und der Gegner noch extrem viel Leben. Mitten in der Nacht und nach gefühlt 3 Stunden Kämpfen passierte es dann. Ich roll zu früh. Er erwischt mich.
1:0 für dich. Aber ich werde wiederkommen. Stärker als vorher. Aber jetzt könnt ihr sehen, warum ich meine Transportpalms nicht nutzen wollte. Denn so können wir wenigstens schnell zu den Sachen reiten, uns nochmal schnell equippen und dann doch zum nächsten Tag springen. Soweit der Plan. Allerdings haben wir so lange gekämpft, dass es bereits der nächste Tag ist. Und kaum angekommen, gibt es den nächsten Überfall. Also keine Zeit zum Ausruhen, ging es für uns daran, die Base zu verteidigen. Da sie diesmal von unten kam, hatten wir etwas mehr Zeit und konnten dezent erstmal Schaden machen mit der Armbrust. In der Base angekommen war es dann aber eher eine Massenschlägerei, die dann sehr schnell zu unseren Gunsten ausging. Erstmal Loot einsammeln, neue Pfeile herstellen, unsere Pulse wiederbeleben und natürlich unsere Ausrüstung wiederherstellen. Wieder komplett ausgerüstet, ging es mit den Kleider Richtung Boss und da zu merken, wie schön diese Welt doch eigentlich ist. Beim Boss angekommen hatten wir diesmal einen anderen Plan. King Lem sollte für uns tanken und wir hatten drei neue Sniper, die allerdings eher weniger Schaden machten. Na gut, weniger Schaden ist immer noch mehr als gar kein Schaden. Dieser Plan hatte aber auch noch seine Lücken, denn schon bald waren wir auch nur noch Half-Life. Dies war aber für uns kein Problem, denn wir konnten doch schnell unser Leben wiederherstellen und die einzige Alternative für ihn war die Flucht. Hey, nicht abhauen, komm zurück! Was soll der Mist? Dem Feind hinterhergesprintet, sollte ich bald erfahren, warum er geflohen ist. Denn es kam noch ein Boss. Zwar nur ein Miniboss, aber der Elefant meinte, er müsste jetzt mitkämpfen. Frei nach dem Motto, der Feind meines Feindes ist mein Freund, kämpften jetzt halt drei Parteien gegeneinander. Naja gut, warum nicht? Allerdings musste ich jetzt trotzdem die Nerven behalten. Denn das Mammut machte ohne Ende Schaden an dem Gegner. Das heißt, um es zu fangen, musste ich den perfekten Zeitpunkt abpassen. Was beim ersten Mal so semi-gut funktionierte. Ich hatte aber noch bessere Bälle, die habe ich dann auch ausgerüstet und nach einem weiteren Hit von dem Mammut konnte ich es dann doch treffen. Und auch einfangen. 1:0 für mich. Der Elefant hatte jetzt aber natürlich die Aggro auf mich gezogen, was hieß, der Kampf ging weiter. Die Rüstung von dem Elefanten war allerdings nicht ganz so stark wie bei dem Pferd, was dafür sorgte, dass weniger Zeit später ich es ohne große Probleme auch mein eigen nennen durfte. Nach einer kurzen Stärkung von mir und meinen Kameraden ging's zurück Richtung Base. Dort wurden erstmal alle Bosse begutachtet und natürlich musste ich auch meine Rüstung wiederherstellen, denn die war futsch. Alles repariert, hieß es aber für mich, in den wohlverdienten Feierabend zu gehen, zu schlafen.